willkommen zur 39. Beta-Show, präsentiert von wowszene.de. Ja, heute zeige ich euch diverse neue Sachen. Ihr seht hier neue Ladebildschirme für Outland, jetzt hier gerade von Northrun mit Bolvar als Lichtkönig und dann noch für die beiden Kontinente Kalimdor und die östlichen Königreiche. Diese Ladebildschirme haben sich verändert im Beta-Patch vom 13.08.2010. Wer sich im Übrigen fragt, warum ist diese Beta-Show 39 so kurz? Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich nicht alle Neuerungen in eine Beta-Show packe, denn das wird dann hinterher, wenn man sich die Sachen anschauen möchte, rückblickend sehr, sehr unübersichtlich. Und deswegen werde ich einige Dinge separat in extra Beta-Shows stecken, sodass die dann einfach ein bisschen übersichtlicher angeordnet sind. Ja, jetzt sehen wir hier neue Ingame-Karten. Silithus haben wir da gerade gesehen. Da seht ihr eigentlich nicht so viele Veränderungen, nur ein paar im Detail. Hier Ungoro-Krater eben die Veränderung, die ich euch auch schon in der Beta-Show zum Ungoro-Krater, das war ja relativ am Anfang, müsste irgendwie 5 oder 4 gewesen sein. Und hier dann noch einmal Tanaris, auch mit Änderungen. Die Höhlen der Zeit zum Beispiel sind da jetzt einfach ein bisschen plastischer eingezeichnet. Jetzt sehen wir hier noch Danassus gleich. Und zwar wird Danassus ja nicht mehr ganz so drastisch verändert, wie es vielleicht gedacht war, was eben hätte passieren können. Und zwar haben wir nämlich da oben die heulende Eiche. Das ist der Worgenbezirk in Danassus. Das werde ich euch auch noch in einer separaten Beta-Show dann zeigen, wie das genau ausschaut. Ja, hier sehen wir jetzt in Stormwind die Portale und in Urgrimmar gibt es natürlich auch solche Portale. Da hat Blizzard ein bisschen was dran gedreht, hat das ein bisschen stylischer gemacht, hat hinter den Portalen noch ja, diverse Utensilien, zum Beispiel hier eine Muschel, da gerade eben Teile aus den Twilight Islands und hier sehen wir jetzt eben Steine aus Deepholm, Stücke aus Ägypten, ich meine Uldum natürlich. Ne? Solche Dinge wurden da eben verändert. Das sieht halt ein bisschen schicker aus dann von den Portalen her. Haben sie wirklich gut gemacht. Einige Portale funktionieren noch nicht, aber die werden dann natürlich später funktionieren. Hier ist jetzt ein Portal nach Tol Barad. Tol Barad ist ja das neue Wintergrasp in Cataclysm. Funktioniert jetzt im Moment noch nicht. Ich komme jetzt hier über dieses Portal zumindest noch nicht rein. Da steht Level 85, aber es gibt sicherlich andere Wege, wie ich da hineinkomme. Da werden wir dann auch noch in einer separaten Beta-Show etwas zu sehen. Ja, dann wisst ihr, dass man 310% fliegen lernen kann, einfach so in Cataclysm, ohne dass man eben, ja wie vorher, ein spezielles Mount durch ein spezielles Achievement haben muss. Das kostet 4000 Gold, wenn man Exalted in der Stadt ist, also jetzt in dem Fall hier Stormwind oder Ironforge, was weiß ich, ist ja immer ein Zwerg, kostet normalerweise 5000 Gold und kann man dann eben mit Faction bis zu 1000 Gold reduzieren, was die meisten Hochleveling-Chars allerdings eh haben. Ansonsten eben 1000 Gold mehr, könnt ihr dann 310% schnell fliegen. Es gibt dann quasi einmal das normale Fliegen, dann das epische Fliegen, was eben 5000 Gold kostet auch schon. Dann gibt es das kalte Wetterfliegen und dann zum Schluss jetzt noch eben das Fliegen mit 310%. Eine höhere Flugleistung, außer durch irgendwelche Talente, soll es im Übrigen nicht geben, laut Blizzard. Und das Fliegen in der alten Welt kostet auch nichts, möchte ich hier nochmal ausdrücklich sagen. Ja, dann hier sehen wir hier Hogger. Viele haben sich gefragt, wie ist Hogger ins Verlies gekommen? Hier sehen wir, wie er ins Verlies gekommen ist. Ein junger Worgen hat hier gerade die Quest gemacht, während ich zufällig dazugestoßen bin. Und ja, dieser gute Marcus Jonathan, Lieutenant hier, sperrt Hogger jetzt ins Verlies ein, sagt hier, ja, 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 bla, bla, bla. Wir können, wenn wir dich einsperren, eben das ganze Land ein bisschen befrieden und dann porten sie sich weg mit ein paar Magiern in die Stockades bzw. ins Verlies und sperren ihn dort ein. Wir werden ihn ja später dort treffen, das habe ich euch auch schon gezeigt in einer Beta-Show. Ja, jetzt kommt hier ein bisschen Werbung für Belkin und außerdem ein Outtake aus dem Hörbuch, beziehungsweise aus der Vorlage fürs Hörbuch, habe ich euch noch einen kleinen Outtake rangepackt. Ich hoffe, er bereitet euch wieder so viel Freude wie beim letzten Mal. Und ja, ich sage bis zur nächsten Beta-Show, euer Venian. Sie wollen deine Geheimnisse, deine Macht. Maligos will sich reißen und dich zerfetzen und aufschlitzen. Scheiße, das ist ja völlig falsch. Wer hat mir diesen Text gegeben? Wer war das, hä? Hä?